Ja, das Thema mit den Falten. Ein Sprichwort besagt ja, wahre Schönheit kommt von innen. Dass an diesem Sprichwort etwas Wahres dran ist, können wir an dieser Betrachtung, denke ich, gut erkennen. Mal grundsätzlich, wie entstehen Falten? Also, unsere Haut braucht eine bestimmte Spannkraft, um sich zu entfalten. Wie kann man sich das vorstellen? Ich habe hier mal so ein Blatt Papier und in diesem Blatt Papier sieht man, das hat Falten. Aber wenn ich das auf Spannung bringe, tut sich das entfalten und es wird gerade. Und das sieht man auch von vorne, also sobald ich dieses Blatt auf Spannung bringe, wird es glatt. Und so ähnlich ist das mit unserer Haut auch. Das heißt, unsere Haut braucht eine bestimmte Spannung, um keine Falten zu haben. Jetzt könnte man fragen, ja, wann verliert denn die Haut die Spannkraft? Und hier gibt es zwei Hintergründe. Der erste Hintergrund ist, Spannung ist ja grundsätzlich Elektrizität. Und Elektrizität kann ich einerseits natürlich auch verlieren. Also wenn man zum Beispiel die Haut sehr stark dem Wetter aussetzt, wie zum Beispiel ein Fischer auf dem Meer, der den kalten Wind und das Wasser immer ins Gesicht bekommt, der bekommt Falten, weil er natürlich seiner Haut sehr vielen Einflüssen aussetzt und weil die Haut mehr Energie verliert, als sie bekommt, entstehen dort sehr starke Falten. Jetzt sind wir aber in der Regel ja nicht dem Wetter so stark ausgesetzt. Also muss es noch einen zweiten Grund geben, warum Falten entstehen und warum manche Menschen an manchen Tagen mehr oder weniger Falten haben. Weil das haben Sie bestimmt schon auch schon mal erlebt, dass Sie so an manchen Tagen morgens aufwachen und sich viel jünger oder älter fühlen. Hier kommt folgende Situation zum Tragen. Unsere Organe sind ja der Energielieferant unseres Körpers. Das heißt, wenn unser Organsystem viel Energie ins Meridiansystem bringt, weil dort ist ja unsere Haut, dann bekommt unsere Haut eine höhere Spannkraft. Und welche Auswirkung hat das? Ja, in den Tagen, wo das Organsystem weniger Energie ins Meridiansystem bringt, lässt die Spannkraft nach. Das hat folgende Auswirkung. Dadurch, dass manche Zellen dann genügend Spannkraft haben und die pumpen sich sozusagen richtig auf und können ihre normale Zellgröße erreichen und andere Zellen haben wenig Spannkraft. Und das erzeugt eine ungleichmäßige Spannung auf der Haut. Und deswegen, wenn das jetzt unsere Haut hier ist, hätten wir hier unsere Falte. Jetzt fragt man sich natürlich, beim Gesicht sehen wir das am deutlichsten mit den Falten. Warum ist das denn eigentlich im Gesicht so deutlich? Das ist sehr spannend. Jedes Organ hat einen bestimmten Bereich im Gesicht, mit dem es korrespondiert. Dadurch kann man am Gesicht nicht nur erkennen, wie viel Energie einem Menschen im Augenblick zur Verfügung steht, sondern auch, wie die einzelnen Organe momentan in ihrer Leistungsfähigkeit genutzt werden können. Und das ist jetzt ein sehr interessanter Zusammenhang. Das heißt, wenn unser Organsystem richtig arbeitet, hat das auf unser Aussehen, auf unsere Wirkung im Gesicht ja eine deutliche Wirkung. Und zwar nachhaltig. Warum? Ja, ich kann ja natürlich durch einen Reiz hier was draufschmieren, was diese Zelle reizt und dann bekommt die Zelle mehr Energie
und die entfaltet sich. So funktionieren zum Beispiel Faltencreme. Aber immer wenn dieser Reiz nachlässt, baut sich die gleiche Falte wieder auf. Wenn aber das dazugehörige Organ wieder die volle Leistung hat, was würde dann nachhaltig mit diesen Falten im Gesicht passieren? Ja, sie hätten Entfaltungsmöglichkeiten. Ist das nicht ein interessanter Gedanke? Dass wirklich die wahre, oder man könnte auch sagen, die nachhaltige, die dauerhafte Schönheit von innen kommt. Wie bekommt man aber jetzt so Organe wieder in Gang? Oder was verratet das Gesicht im Einzelnen? Ja, wenn das für Sie ein interessantes Thema ist, dann haben Sie jetzt zwei Möglichkeiten. Ja, entweder gehen Sie mal auf den Button für mehr Wissen und schauen sich an, was diese Leistungssteigerung im Organbereich mit Zellkommunikation zu tun hat. Wie Zellen von Organen wieder eigenständig mehr arbeiten können. Oder Sie sagen, ich bin mehr der Typ, ich will es gleich ausprobieren. Ja, dann lernen Sie doch mal einen Zellreaktivtrainer kennen und schauen Sie mal, was Ihr Körper macht, wenn man Zellen wieder trainiert, reaktiv, vermehrt mitzuarbeiten. Ich sage Ihnen danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen viel Freude beim Nutzen Ihrer Entfaltungsmöglichkeiten.